Hey Leute, Martin hier, willkommen zurück zu Lemmings. In diesem Level darf nur ein Lemming sterben. Und es wird, ja, wie das geschieht, es ist leider nicht zu verhindern. Ich meine, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, wenn man sich anstrengt, dass man ihn rettet, aber eventuell laufen wir da auch Gefahr, andere Lemmings zu töten. Und genau das wollen wir natürlich nicht. So, wir werden jetzt mal vier Lemmings bauen lassen. Wir sollten sie natürlich so bauen lassen. Ah, ich lasse den auch mal lieber bauen. Dass keiner umdreht, denn beim Umdrehen, obwohl doch hier, Umdrehen ist möglich, also so schlimm wäre das jetzt nicht, aber ist schon besser, wenn hier genug Brücken gebaut sind, damit keiner stirbt. So, der Lemming hier wird der sein, der stirbt. Denn er wird diese kleine Lücke hier verschließen und anschließend, ob ihr es glaubt oder nicht, hier hochlaufen und hier runterfallen, und wir könnten ihn hier rüber bauen lassen, so dass er hier sich nochmal umdrehen kann, aber wir konzentrieren uns lieber auf die Leutchen hier unten. Und ich bin mir auch nicht mal sicher, ob die Zeit dafür ausreichen würde, dass der Lemming es dann noch ins Ziel schafft. Ich meine, wir haben zwar nicht eh so viel zu tun, sobald die Brücke hier gebaut ist, laufen alle Lemmings ins Ziel. Da können wir uns dann vielleicht auf den kleinen Kerl hier oben konzentrieren, aber da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Und jetzt läuft er hier hoch. Und ich probiere es einfach mal, ihn zu retten. Ich bin heute gut drauf. Lassen wir ihm mal nicht den Tod entgegenlaufen, sondern versuchen ihn zu retten. So. Mal gucken, ob das klappt. Ich schätze, eine Brücke muss er noch bauen. Oder? Ja. Definitiv. Ich lasse ihn noch einen Schritt laufen. Und er wird umdrehen, das ist doof. Nein, 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 er dreht nicht um. Okay, alles klar. Hier muss er aber umdrehen, jawohl. Ja, dann schafft er es tatsächlich auch noch. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich ihn umdrehe. Und zwar hier. Nein, das war falsch. Oh. Kerl. Total dumm. Aber dann kann er hier umdrehen. Und dann haben wir ihn auch gerettet. 100%. Hey, man muss eigentlich nur 98% retten, aber da wir uns geweigert haben, den Typ hier zu töten, werden wir tatsächlich 100% retten. Das ist doch auch ganz nett. So, und da kommt er auch schon und ist glücklich. Follow the leader, was so gut auf gut Deutsch übersetzt heißt. Folge dem Führer! Okay, und zwar ist das der hier. Er wird den Weg nach oben bauen. Dieses Level kennen wir schon, das ist ein Repeat-Level. Wir haben 7 Bauer, und wenn wir hier hinten am Ende von diesem Block hier, glaube ich, aus anfangen zu bauen, dann sollten es genug Bauer sein, um nach hier oben zu kommen, denn wir müssen auch noch einen Tunnel graben, um die Lemmings auseinanderzuhalten. Und zwar so weit wie möglich, damit der Glücksfaktor, der hier in diesem Level tatsächlich vorhanden ist, nicht zum Tragen kommt. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Wir werden jetzt natürlich erstmal auf den hier achten, denn sobald er hier ist, müssen wir anfangen zu bauen. Aber als erstes wird er hier einen Tunnel graben. Und ich lasse ihn einfach mal weiterlaufen. Und zuerst wird er jetzt bauen, und zwar von hier. So. Und jetzt müssen wir auf 3 Lemmings achten. Auf den ersten, der hier umgedreht ist, auf den, der hier basht, und auf den, der baut. Ich glaube zuerst 2, 3. So. Das ist ganz eng. Sehr gut. Okay. Jetzt basht er sich da durch. So, jetzt müssen wir natürlich. Er darf natürlich hier nicht am Ende durchbashen. Wir lassen ihn mal ganz tief bashen und dann umdrehen. Und sobald er hier seine nächste Brücke angefangen hat zu bauen, gucken wir mal, wie es dem geht. Ja. Lassen ihn umdrehen. So, jetzt haben wir noch 2 Brücken.
Eine brauchen wir noch, um hier hochzukommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, das reicht. 1, 2, 3. Und jetzt... Das sollte reichen. Und jetzt müssen wir... Ich kann mal die Release-Rate erhöhen, dass ich das immer noch nicht getan habe. Aber ihr seht, die Lemmings sind jetzt schön weit auseinander und es wird, dürfte uns nicht schwerfallen, einen zu erwischen, der hier nach links geht und die Lücke wieder schließen kann, sodass alle Lemmings am Ende, wenn sie denn hier angekommen sind, dann kommen sie hier zu Hause in ihr Ziel. Und da sind noch die letzten drei, die ein bisschen hinterherhinken, aber in diesem Level haben wir genug Zeit. Ja. Nun, dieses Level gefällt mir nicht besonders gut, weil man sich auf drei Ausgänge konzentrieren muss. Und das ist nicht immer ganz leicht. Aber wenn wir erstmal anfangen, hier können wir schon mal die ersten retten, auf jeden Fall. So, als nächstes bauen wir hier und hier jeweils eine Brücke, damit wir je zwei Brücken haben und am Ende der Glücksfaktor keine Rolle spielt, wie so oft. Als nächstes brauchen wir hier einen Climber und sobald er hier oben ankommt, fängt er an zu bauen. Und auch hier werden wir einen stemmen lassen und es wird dieser Bauer hier sein, der den Weg für alle frei macht. Oder zumindest für die meisten. So finde ich dieses Level auf jeden Fall leichter und wir können auf jeden Fall einen sterben lassen. Insofern macht das nichts aus. So. Wir bauen jetzt hier ran und müssen hier natürlich gleich durchbashen. Aber er wird sich den Kopf stoßen. Ja, ihr seht das. Ja, er hat sich hier den Kopf gestoßen. Und hier ist noch eine kleine Lücke. Wir müssen also nochmal einen Bauer verschwenden und ihn umdrehen lassen, damit er diese Lücke hier schließt. Denn wir müssen natürlich graben. Hier in diesen Felsen, um reinzukommen. So, das ist immer noch nicht perfekt. Das gefällt mir nicht gut. Also es gefällt mir gar nicht. Weil er eventuell die oberste Stufe abschaufelt und dann fallen sie alle in den Tod. Insofern mache ich das mal so. So, das gefällt mir schon besser. Hier ist so ein kleiner Klumpen, da kann er gleich ganz gut durchgraben. Und wir haben auch genug Zeit. Insofern ist das gar nicht so schlimm, dass wir ihn jetzt ein paar Mal haben hin und her laufen lassen. Also, das ist durchaus vertretbar. Und nein! Ich hab ihn nicht durchlaufen lassen. Also, was heißt nicht durchlaufen lassen? Ich habe ihn nicht erwischt beim Graben. Meine Güte, jetzt komm endlich und lass dich erwischen hier. So, jetzt gräbt er hier durch. Und als nächstes... werden wir den nächsten ebenfalls hier hochbauen lassen. Und zwar wird er hier so hochbauen, dass er hier reingeht und er wird den Weg für die Lemmings ins Ziel vorbereiten. Er hier wird sterben, da können wir jetzt leider nichts gegen unternehmen. Tschüss, du hast den Weg für uns vorbereitet, aber du musst jetzt leider dran glauben. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Und eine Brücke noch. Und dann kommen wir hier genau oben an. Er wird sich zwar auch den Kopf stoßen, aber er baut hier eine perfekte Brücke rein. Und wird jetzt zum Ausgang bauen. Und ich würde sagen, wir fangen ungefähr von dem Punkt an hier mit der Brücke. Und können dann... Und ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Oh, shit. Scheiße. Das war's schon. Das war's. Ich habe nur noch zwei Bilder. Und ich muss diese beiden Löcher hier schließen. Und ich kann es aber nicht mehr machen. Das heißt, ich habe hier bei dieser Aktion höchstwahrscheinlich zu viele Bilder benutzt. Denn jetzt können wir nur noch eine Lücke schließen und haben nicht mehr genug Bilder, um die hier rauszukriegen. Das heißt, das ist ärgerlich. Das Level... Darf ich jetzt nochmal machen? Und das Problem ist ja, sie gehen jetzt rüber und müssten hier... Also ich rette sie nicht mal, also... Hui, das ist nicht so gut gelaufen. Und jetzt haben wir es. Wir haben noch drei Brücken übrig, das heißt, wir müssen ungefähr von hier anfangen.
Nicht, dass er seinen Kopf noch stößt. Nee, okay, alles klar. Und dann können wir unsere Gruppen hier rausbauen. Und rüber. Alles klar. Und dann haben wir das Level auch geschafft. Natürlich werden die Lemmings, und das war ja auch eines der Probleme, hier hinlaufen und wieder sich umdrehen. Aber man schafft es genau mit den 10 Bildern, die man hier zur Verfügung gestellt bekommt, aus diesem Level. Wenn man mehr Bilder haben will, um hier das Loch zuzumachen, dann darf man nicht hier so eine Brücke am Anfang bauen, sondern muss am Ende ein bisschen sich auf Glück verlassen und muss von hier anfangen, einen zu erwischen, der nach rechts läuft und dann anfängt zu bauen. Dann schaffen die es auch mit einer Brücke, aber so finde ich es ein bisschen leichter. Man hat genau so viele Brücken, wie man braucht. Oh, wir hören heute mit einem echten Spaßlevel auf. Das Level macht sehr viel Spaß und ist unser letztes Level für heute. Und vielleicht fragt man sich, ja, wie soll das denn bitte gehen? Wir sind hier unten, das Ziel ist da oben. Wie kommen wir da hin? Aber wenn man sich ein bisschen, bisschen anstrengt und ein bisschen nachdenkt, dann kommt man schnell auf die Lösung. Ja, wir werden genau das tun, was ihr denkt. Wir werden uns den Weg nach oben durchbomben. Wir werden also so hoch bauen, wie es nur geht. Und dann anfangen, Blocker in die Luft zu jagen. Ich liebe dieses Level. Es ist einfach clever. Super lustig. Also, ich finde dieses Level klasse. Immer schön tief ins Loch. Und dann immer weiter nach oben. So. Oh ja, das Loch wird sehr schön aussehen am Ende. Alles klar. Und weiter. Der ist sehr schön platziert. Und ja, so geht es praktisch bis ganz nach oben weiter. Ja, ein sehr, sehr, sehr spaßiges Level. Ups, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Dann machen wir das. Wir haben jetzt nicht mehr so viel übrig. Also wir haben noch 6 Bilder, aber wir brauchen natürlich am Ende noch einen, um hier rüber zu kommen. Das heißt, wir sollten auch nicht zu verschwenderisch damit umgehen. Und, wir haben auch nur noch 3 Blocker. Einen davon müssen wir natürlich hier platzieren, damit die Lemmings nicht nach links laufen, nicht wahr? Das heißt, wir können jetzt noch 2-mal dieses Prozedere machen. Dann sollten wir oben angekommen sein. Also, ich denke aber, dass wir das hinkriegen. Ich denke, mit diesem Blocker sollten wir es bis nach oben schaffen. Pow. Jawohl, wir haben ein Loch nach oben gebombt. Ich hoffe... vielleicht brauchen wir gar keinen... Oh oh. Jetzt wird das hier ein bisschen zu sehr aufs Glück bezogen. Kommen die da hoch? Jawohl, sie kommen hoch. Wir brauchen nicht mal einen Blocker. Perfekt, das ist perfekt gelaufen. So soll das aussehen. Guck mal, wie krüppelig diese Brücke aussieht. Das macht überhaupt nichts. Genau so soll das am Ende aussehen. Und ja, das Level ist echt spaßig. Macht viel Spaß, dieses Level zu spielen. Und erfordert wirklich ein bisschen Kreativität. Und dass man ein bisschen überlegt. Aber mit den Mitteln, die wir hier gegeben haben, die gegeben sind, sollte man möglichst schnell drauf kommen, wie dieses Level zu schaffen ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und haut rein.